Freitagabend und damit hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Regionalmagazin bei Ihrem Lokalsender BLK TV. Im politischen Waisenfels sorgt die Kandidatur von Oberbürgermeister Martin Papke, CDU, zum Stadtrat für Diskussionen bei Parteien und Bürgerinnen und Bürgern. Was es sonst noch an weiteren Meldungen im Burgenlandkreis gibt, hören und sehen Sie jetzt im Nachrichtenblock. Im Vorfeld der Wahlen regt sich Unruhe im politischen Weißenfels. Sowohl die SPD als auch die Partei Die Linke äußern sich kritisch zu den Plänen des Weißenfelser OB, Martin Papke, CDU, sich bei der Kommunalwahl als Stadtrat aufstellen zu lassen. Im Falle einer Wahl dürfte der OB das Mandat allerdings nicht annehmen und hat laut Medienberichten bereits die Nichtannahme bei der Abgabe seiner Kandidatur erklärt. Beide Parteien legen dem Stadtoberhaupt nun nahe, auf diese Kandidatur zu verzichten. Die Linke spricht sogar von einer Irreführung der Wählerinnen und Wähler. In Uechteritz mussten am 8. April 2024 der Weg zum Sportplatz und der angrenzende Spielplatz gesperrt werden. An den Pappeln, die entlang des Weges stehen, wurden Astbrüche festgestellt. Von den Bäumen geht folglich eine Gefahr aus. Die Mitarbeiter der Weißenfelser Stadtwirtschaft mussten in Abstimmung mit dem Sport- und Freizeitbetrieb deshalb unverzüglich handeln. Wie lange die Sperrung vorgenommen wird, steht noch nicht fest. In der aktuellen Vogelbrutzeit benötigt die Stadt Weißenfels eine Genehmigung der oberen Naturschutzbehörde, um Arbeiten an Bäumen durchzuführen. In Uechteritz leben geschützte Vogelarten. Der Sportplatz in Uechteritz kann weiterhin genutzt werden. Der Zugang ist über die Wiese möglich. Vom 19. bis 21. April findet bereits zum 9. Mal das UTA-Treffen im Naumburger Dom statt. Unter dem Motto »Jeder Moment seid ihr« sind alle Namensträger der Stifterfiguren eingeladen, an einem abwechslungsreichen Programm teilzunehmen. Das Wochenende startet am Freitagnachmittag mit einem besonderen Highlight. Die Stifterfiguren steigen von ihren Sockeln und empfangen alle Gäste auf dem Domplatz. Anschließend erwartet die Teilnehmer ein festlicher Eröffnungsakt im Naumburger Dom, bei dem traditionell ein Gruppenfoto aller Namensträgerinnen gemacht wird. Das Rathaus der Stadt Weißenfels ist aufgrund eines defekten Fahrstuhls derzeit nicht barrierefrei zu erreichen. Da es sich um eine komplizierte technische Störung handelt, kann der Fehler frühestens in 2 Wochen behoben werden. Der Zugang zum benachbarten technischen Rathaus ist barrierefrei möglich. Hier kann der Fahrstuhl genutzt werden. Aufgrund eines Höhenunterschiedes zwischen den beiden verbundenen Gebäuden sind jedoch 3 Stufen zu überwinden. In unserem nächsten Beitrag nehmen wir Sie mit zum Hohenmölsener Mondsee. Wir hatten es ja bereits angekündigt. Als wir uns mit Bürgermeister Andy Haug vor Ort getroffen haben, fegte zu dieser Zeit gerade ein Sturm übers Land. Das werden Sie gleich auch live miterleben. Wir haben uns dann am vergangenen Wochenende bei frühsommerlichen Temperaturen noch einmal auf dem Weg zum Mondsee gemacht. Ja, Andy, wir haben uns ja heute hier einen Tag rausgesucht und es hebt hier bald ab. Der Mondsee ist ja auch ganz wichtig, gerade für Hohenmölsen hier. Und da gibt es ja auch was Erfreuliches zu berichten. Ja, also Außendreh heute am Mondsee, das ist ein bisschen stürmisch, aber das macht überhaupt nichts. Die Saison hat gerade begonnen, seit 2 Tagen, also 1. April. Und der See ist bestens vorbereitet für das, was jetzt kommt. Hoffentlich viele sonnige Tage mit noch ein bisschen mehr Wärme und viel Sonne. Und die frohe Botschaft ist, der Wasserstand, den haben wir wieder erreicht von 2017. Das Wasser ist wieder drin, also unsere Bemühungen mit unserem Tiefbrunnen hier Wasser in den See zurückzubekommen, sind von Erfolg gekrönt und wir können unseren Gästen sagen, Baden, wie man es in alten Zeiten gewöhnt ist, ist ab diesem Jahr wieder möglich. Das hat wie lange gedauert, bis ihr das in den Griff gekriegt habt? Also wir haben ja seit 2017 diese sinkenden Wasserstände. Ja. Da muss man gleich immer noch mal aufklären, dazu sagen, der Mondsee hat keine Verbindung zum Grundwasser. Er speist sich rein aus Oberflächenwasser und durch die heißen Sommer ist so viel Wasser verdunstet. Und
bis wir dann das Prinzip hatten, also den Brunnen zu bohren, und man die Genehmigung hat und natürlich auch die Fördermittel, die wir dafür benötigt haben. Schließlich hat das ganze Vorhaben 260.000 Euro gekostet, hat es eine Weile gebraucht. Jetzt pumpen wir seit 2,5 Jahren. Haben eigentlich gedacht auch, dass wir noch das ganze Jahr brauchen, um den See in den Stand zu bekommen, den wir jetzt haben. Aber uns haben auch die niederschlagsreichen Wintermonate geholfen, sodass wir jetzt vom Erfolg reden können. Okay, ja, und man kann es ja trotzdem, oder man sollte es immer wieder sagen, der Mondsee ist ein Anziehungspunkt, auch für Menschen von weiter her. Ja, also wir haben jetzt schon zwei Wochenenden gehabt, wo der See Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus angezogen hat. Ein Enduro-Treffen, dann das Osterwochenende war fantastisch. Da kommen die Kurzzeitcamper und schlagen hier auf unserer Wiese ihre Zelt oder ihre auf oder kommen mit ihrem Wohnmobil. Und man muss ja sagen, wir haben hier eine total gepflegte Einrichtung, ein großer Strand, der in einem guten Zustand ist. Die Gastronomie wird in diesem Jahr an zwei Stellen stattfinden, sodass wir auch ein gutes gastronomisches Angebot am See haben. Und dann gibt es noch so ein paar Besonderheiten, ein paar Feste, zum Beispiel das Yoga-Festival in diesem Jahr. Das war schon ein paar Mal hier und wird sehr, sehr gut angenommen. Und auch das Ministerium für Abenteuer ist wieder mit am Start. Das heißt also gerade für unsere Kinder und Jugendlichen, die hier eine Woche mit ihrer Schulklasse verbringen wollen, gibt es tolle Möglichkeiten, schlafen im Tibi oder im Schäferwagen mit sehr viel Freizeitsport und Aktivität. Bleibt kein Wunsch unerfüllt. Da kann ich ja gleich mit jemand anders noch reden, denn es ist eine neue Geschäftsführerin jetzt hier. Ja, auch seit 1.4., also pünktlich zur neuen Saison, aber sie kann sich, glaube ich, selber vorstellen. Genau. Ich bedanke mich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und alles Gute. Ja, Frau Reichert, ich habe ja gerade vom NDH gehört, Sie sind jetzt die neue Geschäftsführerin hier, seit zwei Tagen. Okay. Wie gefällt es Ihnen? Was sagt Ihnen hier so zu? Weshalb haben Sie ja diesen Job angenommen? Also erstmal die Herausforderungen, die hier auf mich warten, finde ich sehr spannend. Es ist auch diese Geschichte, dass man draußen ist, dass man mit unterschiedlichen Interessensgruppen hier zu tun hat. Man hat die Camper, man hat den Badesee, man hat den Anglerverein, man hat ganz viel, wo ich mich noch ein bisschen reinfuchsen muss. Aber das finde ich spannend. Es ist ein Fulltime-Job, ne? Auf jeden Fall. Ich denke, so bin ich angestellt. Okay, haben Sie jetzt schon, er hat mir ja schon einiges verraten, was stattfinden wird. Sie sind ja jetzt ganz neu, sagen wir so. Haben Sie schon was im Hinterkopf, was Sie vielleicht vorhaben? Also was Veranstaltungen betrifft, sehe ich noch Potenzial nach oben. Mhm. Es gibt ja schon ein paar schöne Sachen, so dieses Mondseeschwimmen, auch das Drachenbootrennen oder auch dieses Yoga-Festival. Das sind schon schöne Sachen, die aber, denke ich, auch noch ausbaufähig sind. Inwieweit man da vielleicht auch mal in ganz andere Richtungen geht, das müssen wir erstmal noch sehen. Wie gesagt, seit zwei Tagen bin ich jetzt hier. Wir müssen jetzt erstmal uns so ein bisschen orientieren. Genau. Wir werden uns sehen, wenn es nicht so stürmisch ist und wenn dann die Camper alle schon da sind, wenn hier richtig Leben wieder herrscht. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Danke. Und bedanken uns, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben, jetzt am zweiten Tag hier mal uns ein bisschen was zu erzählen. Sehr gerne. Fitness gibt ein gutes Gefühl, aber es fehlt die richtige Motivation? Wir haben sie. Sie erhalten einen Zuschuss von 100 Euro für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Damit fällt es leicht, regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt. Rico Möbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Moin Großer, alles Gute zum 18.
Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Jetzt. Jetzt bei Radio Saalewelle. Wie wäre es denn am morgigen Samstag vielleicht mit einem Theaterspaziergang im Naumburger Dom? Interessant als Ausgleich zur Arbeitswoche? Details zu dieser und weiterer Veranstaltungen, die haben wir für Sie in den Event-Tipps zusammengestellt. Neugierige Kinderfragen und ein verstaubtes Tasteninstrument können durchaus eine Grundlage für eine langjährige Freundschaft sein. Auch wenn 9000 Kilometer dazwischen liegen. Nun widmet das Museum Schloss Moritzburg-Zeitz dieser einzigartigen Verbindung in Sachsen-Anhalt die Jubiläumsausstellung Sonnenglanz und Mondschein 20 Jahre deutsch-japanische Freundschaft Zeitz-Tosu. Vom 6. April bis 3. November 2024 zeigt das Museum dazu im Schloss und im Park Moritzburg-Zeitz Exponate, die diese besondere Beziehung dokumentieren. Ingo Apelt ist aus der deutschen Comedy- und Satirelandschaft nicht mehr wegzudenken. Tabufreundlich, heftig und deftig. Wer Ingo Apelt will, bekommt auch Ingo Apelt. Klartext eben und nichts für Zartbeseitete. Wie hat Jesus auf die Menschen gewirkt? Mit welchen Mitteln hat er seine Jünger rekrutiert? Was ist in ihm vorgegangen, als er verhaftet wurde? Erleben Sie im biblischen Kontext Orte wie den Kreuzgang, das Domschatzgewölbe, die Krypta, das Hauptschiff oder den Ostlettern einmal ganz anders. Erleben Sie einen Abend voller Emotion, Witz und Charme. Friedrich Rau und Katja Wiesig-Strauch interpretieren Udo Jürgens und Helene Fischer auf ganz besondere Art und Weise. Live-Musik am Klavier trifft auf schwungvolle Party-Hits. Zwei Künstler an einem Abend, der eine unerwartete Wendung nimmt. In 40 Städten deutschlandweit findet die Sparkassen Fairplay Soccer Tour statt. Kinder und Jugendlichen soll im Fußballspiel Integration und der Fairplay-Gedanke vermittelt werden. Jetzt wurde in der Zeitzer Sporthalle der BBS die nächste lokale Runde angepfiffen. Schönen guten Tag, herzlich willkommen hier zur Sparkasse Fairplay Soccer Tour 2024. Heute hier in Zeitz. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns auf euch. Wir haben eben schon ein Turnier. Ja, wir sind heute beim Sparkassen Fairplay Soccer Turnier in Zeitz. Bei mir Markus Frei vom Veranstalter. Markus, unter Sportlern dürfen wir uns duzen. Was ist denn ein Fairplay-Soccer-Turnier? Also das ist erstmal eine ganz besondere Geschichte. Es ist ein bundesweit angelegtes sportpädagogisches Projekt, eines der größten in Deutschland. Und ja, wir wollen hier sozusagen über den Fairplay-Gedanken auch ganz, ganz viele Werte vermitteln, weil wir hier nicht nur die sportliche Leistung im Vordergrund stellen, sondern halt auch die Fairplay-Bewertung. Ich sehe jetzt eine ganze Menge an jungen Leuten.
Etwas kleinere junge Leute habe ich schon aus der Halle rausgehen sehen. Ich glaube, die sind schon durch. Also heute Vormittag gab es schon ein Turnier, jetzt sind die etwas größeren dran. Woraus rekrutieren sich die Mannschaften und wie viele Mannschaften sind am Start? Genau, also wir rekrutieren die Mannschaften größtenteils aus den Schulen hier in Zeitz und der Umgebung. Wir waren auch schon öfter in Zeitz, das hat sich auch so ein bisschen umgesprochen. Viele Schulen waren auch schon öfter dabei und wir spielen in verschiedenen Altersklassen. Wie du schon sagtest, es waren die jüngeren Altersklassen da und jetzt sind die älteren Altersklassen hier vor Ort. Und wir hatten heute Morgen eine sehr, sehr gute Beteiligung mit ca. 50 Teams, also 200 Kinder, die hier drin waren. Und jetzt haben wir noch mal so, ich glaube 25 waren jetzt noch mal da. Also sind wir so fast an den 80 Teams, 75 bis 80 Teams und das ist eine sehr schöne und schöne, gute Beteiligung. Über den Sport, im besonderen Fußball, kann man ja sehr gut die Werte vermitteln. Wir sehen hier auch verschiedene Kulturkreise. Ich habe gesehen, der Landessportbund favorisiert das Thema Integration. Du bist ja wahrscheinlich bundesweit mit dabei bei den Veranstaltungen. Merkst du das, dass sie hier rausgehen, die Jugendlichen, und sagen, Mensch, das hat uns was gebracht, das bringt uns enger zusammen? Genau, also per se kann ich das jetzt nicht so sagen, dass jeder rausgeht und hier was mitnimmt, aber es ist auf jeden Fall so, dass man auch im Turnierverlauf schon eine gewisse Entwicklung sieht, dass die Kids und auch die jungen Erwachsenen das Thema auf jeden Fall annehmen und auf jeden Fall auch den Fairplay-Gedanken leben, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig ist, weil man das so vom normalen Fußball nicht kennt, aber definitiv ist das so, dass die Kinder und die Kids und auch die jungen Erwachsenen, die mitspielen, auf jeden Fall hier Sachen mitnehmen und nicht nur den Fairplay-Gedanken dann vielleicht beim Sport leben, sondern vielleicht auch im Alltagsbereich, in der Schule, zu Hause. Das ist schon unser Ziel und das ist definitiv auch so. Ja, Magdalena Wächter, Sie sind so eine sogenannte Fairplay-Beobachterin. Was geben Sie denn hier auf Ihrem Tablet ein? Also zum einen gucken wir natürlich nach den Toren und hier unten, wo 6:6 steht, das sind unsere Fairplay-Punkte und je nachdem, wie fair die Teams spielen, bleibt es entweder bei der Wertung 6:6 oder wenn zum Beispiel ein Handspiel passiert oder ein Foulspiel passiert, dann wird das eben bei den Fairplay-Punkten ins Minus gehen. Also keine gelben Karten, sondern Punkte. Genau, ist richtig. Aber das wird immer noch mal ausgewertet. Nach jedem Spiel treffen wir uns am Fairplay-Auswertungstisch. Und da reden wir dann auch mit den Teams drüber, sodass die sich eigentlich im besten Fall einigen können, wie sie ihre Fairplay-Punkte vergeben wollen. Jetzt spielen ja die Mannschaften hier 3 gegen 3 auf 3 Courts. Es gibt kein Torwart, habe ich gelernt. Aber wer heute hier gewinnt, für den ist es ja nicht das Ende, sondern für den gibt es noch was ganz Besonderes, nämlich in Berlin. Genau, also wir führen dann noch ein großes Bundesfinale durch, wo dann auch die ganzen anderen Mannschaften teilnehmen oder mitspielen werden aus den anderen Bundesländern. Und die Teams hier in Zeitz haben natürlich auch die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Und das kann man entweder über die sportliche Wertung oder natürlich auch über die Fairplay-Bewertung. Und deswegen werden wir ganz, ganz viele Teams hier dann ehren, die dann qualifiziert sind für unser großes Bundesfinale am Werbelinsee. Wir bleiben bei Sportevents. In Zeitz wurde am vergangenen Wochenende ein Benefiz-Volleyballturnier ausgespielt. Der finanzielle Erlös aus den Spielen kam einer guten Sache zugute. Aber schauen Sie selbst, welche Summe zusammenkam und wer diese bekommt. In der Sporthalle der berufsbildenden Schule in Zeitz stand am vergangenen Sonntag wieder ein Benefiz-Volleyballturnier auf dem Plan. Mittlerweile zum 4. Mal. Der Erlös ging auch dieses Mal wieder an die Glückstour der Schornsteinfeger zugunsten krebskranker Kinder. Corinna Trummer, die Initiatorin des Turniers, hatte wirklich ihr ganzes Herzblut in diese Aktion gesteckt. Es ging hoch her in der Sporthalle. Allen hat es sehr viel Spaß gemacht. Janis Löschke, vor 15 Jahren mit einem Gendefekt geboren, besuchte mit seinen Eltern das Turnier und erhielt eine Spende von 2.700 Euro von der Glückstor der Schornsteinfeger für eine Schiebehilfe am Rollstuhl. Der Burgenlandkreis erlebt an diesem Wochenende einige sportliche Highlights. Zum ersten Mal findet am Sonntag in der Weißenfelser Stadthalle ein Spiel des Saintenix MBC und der Giza Lions MBC statt. Während die Herren gegen Alba Berlin in der ersten Basketball-Bundesliga antreten, spielen die Damen
um ein Weiterkommen in den Playoffs und das Ganze gegen die Damen von Alba Berlin. Die Damen des UAC Weißenfels, die spielen am Samstag in den Playoffs in der Weißenfelser Westhalle. Alle Spielansetzungen, die gibt es jetzt gebündelt und übersichtlich in unserem Sportblick. In der Verbandsliga geht es für die Kicker von Blau-Weiß Zorbau bereits am Freitag zum VfB Sangerhausen. Hier rollt der Ball ab 19 Uhr. Und die Elf vom SSC Weißenfels empfängt zu Hause das Team vom SV Fortuna Magdeburg. Anpfiff ist um 14 Uhr. In der Landesliga kommt es am Samstag zur Begegnung SC Naumburg gegen den 1. FC Zeitz. Und Rot-Weiß-Weißenfels läuft am Sonntag beim VfB Merseburg auf. In der Landesklasse 7 treffen am Samstag folgende Mannschaften aufeinander. Romonta Steden gegen die zweite Mannschaft vom SSC Weißenfels. SV Braunschwedra gegen RSK Freiburg. SV Zöschen gegen die SG Einheit Halle. SV Wacker Wengelsdorf empfängt die Elf von Eintracht Greifswald. Und die SG Blau-Weiß Bad Kösen empfängt auf heimischen Rasen die Mann von der SG Schwergau. Und für die zweite Mannschaft vom SC Naumburg geht's zum BSC Laucha. Anpfiff ist jeweils um 15 Uhr. Und am Sonntag trifft der ESV Herrengosserstedt auf den VfB Oberröblingen. Hier rollt der Ball ab 14 Uhr. Kommen wir zum Handball. In der dritten Liga Nordost empfangen die Männer vom HC Burgenland in der Hohenmölzner Glückauf-Sporthalle die Mannschaft aus Berlin-Reinickendorf. Spielbeginn ist um 19 Uhr. In der Handball-Oberliga geht es für die Damen vom HC Burgenland am Sonntag nach Chemnitz. In der Sachsen-Anhalt-Liga kommt es am Samstag zur Begegnung HG Köthen gegen die zweite Mannschaft vom HC Burgenland. Und die Damen erwarten in der Sporthalle Brittitz am Sonntag das Team aus Gräfenhainichen. Das Spiel beginnt um 16 Uhr. In der Verbandsliga trifft die dritte Mannschaft im HC Burgenland in der Hohenmölzner Glückauf-Sporthalle auf das Team von der HSG Wolfen. Anpfiff ist hier um 15.30 Uhr. Floorball. Die UHC-Damen haben ja am vergangenen Samstag gegen die Dümptener Füchse verloren und sind aus den Playoffs ausgeschieden. Am Sonntag geht es nun gegen die Leipziger um Bronze. Für die UHC-Herren steht nun in den Playoffs am kommenden Wochenende die Spiele 2 und 3 in Hamburg an. Basketball. In der Basketball-Bundesliga empfängt am Sonntag der Synthenics-MBC Alba Berlin. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr. Kommen wir jetzt zum Kegeln. In der zweiten Bundesliga Ost geht es am Samstag für die Geiselteiler Wölfe zum SV Grün-Weiß Langendorf. Hier rollt die Kugel ab 13 Uhr. In der Verbandsliga empfangen die Grün-Weißen aus Grandschütz die Mannschaft aus Leitzgau. Spielbeginn ist um 14 Uhr. In der Landesliga Staffel 2 kommt es am Samstag zu folgenden Begegnungen. Fortuna Kainach gegen KSV Romonta Steden, Grün-Weiß Langendorf reist zum SKC Brunasch-Kupau, die SG Welitz erwartet das Team vom SV Teuchern im Rippachtal. Und die Geiseltaler Wölfe treffen zu Hause auf die Mannschaft vom KSC Holtenstedt. Spielbeginn ist jeweils um 14 Uhr. In der Landesklasse 4 kommt es am Samstag bereits um 9 Uhr zur Begegnung Grün-Weiße Grandschütz gegen die SG Welitz. Für den SV Geiseltal Micheln geht's nach Merseburg. SV Teuchental erwartet die Mannschaft von Eintracht Rufen. Für die SG Aufbau Zeitz geht zum BSV Halle Ammendorf und Eintracht Bad Dürrenberg genießt Heimvorteil. Sie erwarten das Team vom KSV Flemmingen. Hier rollt die Kugel jeweils ab 14 Uhr. Nicht nur Eisenbahnfans lieben die Fahrt mit der Harzer Schmalspurbahn auf den Brocken. Ende März konnte bereits das 125-jährige Jubiläum der Bahn gefeiert werden. Vor dem großen Festwochenende Ende August schauen wir auf die Jubiläumsfeiern unter Dampf. Jubiläum der Brockenbahn. Auf den Schienen durch den Harz. Am 27. März feierte die Harzquer- und Brockenbahn ihr 125. Jubiläum. Zu diesem Anlass lud die Harzer Schmalspurbahn zu einer offiziellen Jubiläumsveranstaltung auf dem Brocken ein. Unter den Gästen befanden sich Staatssekretäre, Landräte, Bürgermeister und natürlich Vorsitzende der HSB.
Los ging es am Bahnhof Dreiannenhohne einmal quer durch den Harz. Die gesamte Strecke der Brockenbahn führt auf insgesamt 61 Kilometern von Nordhausen nach Wernigerode und durchquert dabei in ganzer Länge das nördlichste Mittelgebirge Deutschlands. Seit 1899 ist dieses Schienennetz offiziell in Betrieb. Die Geschichte der Harzquer- und Brockenbahn ist von zahlreichen Ideen zum Bau einer Bahnlinie durch den Harz geprägt, die bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Die Gernrode-Harzgerode Eisenbahngesellschaft begann 1887 mit der Erschließung von Teilen des Harzes. Die eigentliche Umsetzung erfolgte jedoch erst etwa 10 Jahre später mit der Gründung der Nordhausen-Wernigerode Eisenbahngesellschaft. Kurz darauf wurde der Bau der Harzquer- und Brockenbahn in Angriff genommen und schritt trotz schwierigen Geländes zügig voran. Am 27. März 1899 wurde die Bahn mit einer offiziellen Eröffnungsfahrt zum Brocken abgeschlossen. Welche großen Hürden gab es da? Wo soll ich anfangen? Es gab sicherlich viele, also aber sehr, sehr einschneidende Erlebnisse waren natürlich zum einen die Teilung Deutschlands, wo dann auch 1961 der Brocken dann auch nicht mehr zugänglich war. Das ist vielen auch jahrelang dann in Erinnerung geblieben. Wir konnten 30 Jahre lang nicht auf dem Brocken fahren. Deswegen ist der Brocken auch so der Sehnsuchtsberg der Deutschen. Und dann war natürlich das große Ereignis der Mauerfall 1989 und dann auch die folgende Wiedervereinigung, was für uns den Grundstein dafür legte, dass wir heute da sind, wo wir sind. Gut, also die ersten Aufrufe aus der Bevölkerung kamen schon am 3. Dezember 1989, wie wir das erste Mal auf den Brocken konnten. Da waren schon Plakate dabei, nicht nur, wann ist der Brockenlauf, sondern wir wollen auch die Bahn wieder haben, sodass also eigentlich seit dieser Zeit schon die Aktivitäten in Gange waren. Das war nicht ganz so einfach, weil ja die Bahn bei der Deutschen Reichsbahn lag. Es auch verschiedene Störfeuer gab, dass es Personen gab, die auch eine Privatisierung haben wollten, die auch nur einen Teil der Strecke betreiben wollten. Und so ging es also darum, überhaupt das mal zu ordnen, ob die Reichsbahn bereit war, sich überhaupt vorzustellen, diese Bahn in eine andere Trägerschaft zu übergeben. Und dazu waren eine Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen. Und eine war eben unter anderem, dass schon ein politisch starker Wille da war, die Strecke wieder aufzubauen. Sie musste saniert werden und da hat man dann damals auch vom Land Sachsen-Anhalt aus und von der Reichsbahn aus gesagt, na gut, wir geben euch das Geld, um die Strecke wieder herzustellen, aber ihr müsst eine Struktur dafür finden. Und die Struktur war dann damals die Gründung dieser Interessengemeinschaft, will ich mal sagen, ja, diese Ursprungszusammenkunft, wo man gesagt hat, wir wollen das. Und der später wurde ja dann die GmbH gegründet. Und da ging eigentlich alles sehr schnell. Wir haben den Fördermittelbescheid bekommen. Ich weiß nicht, ob es nun der war für die Abwasserleitung vom Brocken oder der von der HSB. Der ist damals im Wirtschaftsministerium in Magdeburg auf dem Heizkörper unterschrieben worden. So war das. Es waren nur ein, zwei Seiten damals. Nicht vergleichbar mit heute, aber der politische Wille war da auch vom Landtag aus. Und so haben wir damals viel Geld bekommen, um die Strecke wieder aufzubauen. Am 17. Juni 1990 war der Spatenstich. Und bereits am 15. September 1990 ist der erste Zug zum Brocken gefahren. 30 Jahre Wartezeit sozusagen ist eine wahnsinnig lange Zeit. Was ist denn mit diesen Zügen passiert und in welchem Zustand waren eigentlich die Gleise noch Anfang der 90er Jahre? Gut, das Problem war natürlich, dass hier im Gebiet des Brockens die Gleise in der Form, nachdem die letzten Dinge hochgebracht worden sind. Also die Brockenmauer ist ja mit der Bahn hochgekommen, dann wurde der Bahnbetrieb eingestellt. Und dann hatte man eigentlich damals schon Platten ausgelegt, sodass also auch nach der Wende die eigentliche Brockenstrecke genutzt wurde als Wanderweg. Es gab keinen anderen Wanderweg, sodass also erstmal darum ging, die Platten wieder runterzunehmen und natürlich die Strecke gründlich zu sanieren. Und das ist damals passiert mit Spezial, das sieht man heute noch, wenn man hochkommt, nicht mit normalen Schwellen, wie wir sie kennen, sondern mit Y-Schwellen. Das ist dann damals passiert. Das heißt, die Strecke musste tatsächlich wieder ertüchtigt werden. Das heißt, die Gleise mussten neu verlegt werden. Sie waren aber noch da. Das ist wichtig, weil es auch Angriffe gab, die gesagt haben, die Bahn ist eigentlich stillgelegt. Wir müssen eigentlich ein Verfahren einleiten, damit die Bahn wieder hochfährt. Und von daher war es wichtig, dass die Bahn de facto nicht befahren worden ist, aber nie stillgelegt worden ist. Zurück in der Gegenwart kommen wir dem Brocken immer näher. Immer wieder stellen sich zahlreiche Wanderer in die Nähe der Gleise, um die historische Bahn nicht zu verpassen.
Nach einer 19 Kilometer langen Fahrt ist das Ziel dann erreicht. Alle Gäste machen sich auf den Weg zur Jubiläumsveranstaltung auf dem höchsten Berg des Harzes. Neben einem musikalischen Kulturprogramm richteten unter anderem die HSB-Geschäftsführerin Katrin Müller und der Oberbürgermeister von Wernigerode, Tobias Kascher, einige Grußworte an die Gäste. Es ist mir eine Ehre und Freude, heute hier zu stehen und gemeinsam mit Ihnen das 125. Jubiläum der Harzquer und Brockenbahn zu feiern. Ein Meilenstein, der nicht nur die lange und wechselvolle Geschichte dieser legendären Bahnstrecke würdigt, sondern auch die Bedeutung für die Gegenwart und die Herausforderungen, die uns in Zukunft erwarten. Die HSB war viele Jahre meine berufliche Heimat. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, Kollegen können sich erinnern, hat es auch bei mir eine Weile gedauert, bis ich mich in das Unternehmen eingefunden habe, aber habe dann sehr viel angelaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dem Unternehmen auch rückblickend dankbar bin. Das Jubiläum der Brockenbahn ist für jeden Anwesenden ein großes Ereignis. Also ich kann auch heute noch sagen, der emotionalste Eindruck für mich, natürlich der Fall der Brockenmauer und sowas, war dieser legendäre 15. September 1990, wo zum ersten Mal ein Zug hochfuhr. Das waren zwei Sonderzüge, voll besetzt. Und wir hatten wirklich Tausende von Leuten, die an der Strecke standen. Und es berührt mich auch heute noch, die damals sich mit uns gefreut haben. Und man muss sagen, dass die Harzer Schmalspurbahn heute schon eine immense Bedeutung hat für den Tourismus nach wie vor. Sie befördert allein zum Brocken ca. 500.000 Fahrgäste. Das heißt, der Brocken ist nach wie vor ein großer Magnet und es gibt viele Menschen, die ihn nicht nur erwandern wollen und können, sondern dafür ist der Zug als einziges Verkehrsmittel ein sehr gutes. Ja, die Züge sind relativ gut gefüllt, gerade in den Sommerzeiten. Und wir versuchen durch verschiedenste Programme oder Sonderfahrten auch Fahrzeiten außerhalb der normalen Regelfahrplans anzubieten, sodass wir das auch attraktiv machen können. Gerade auch für Jüngere oder für Familien, dass man einfach mal ein besonderes Erlebnis noch bei uns erleben kann. 125 Jahre lang ist die Harzquer- und Brockenbahn bereits auf den Schienen unterwegs. Schaut man in die Zukunft, sieht man viele Hürden, aber auch das Potenzial, weiterhin ein wichtiger Tourismusmagnet im Harz zu bleiben. Ja, wir haben viele Herausforderungen, mit denen wir kämpfen müssen. Die sind sicherlich auch kein Geheimnis, wenn ich sage Klimawandel, Fachkräftemangel. Das sind so die zwei großen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Ja, auf jeden Fall wünsche ich mir, dass wir genauso weitermachen können und unsere Tradition bewahren können, auch für die nachfolgenden Generationen. Und ich wünsche mir, dass wir weiterhin ein großes Zugpferd hier für die Region sind und Menschen und Orte verbinden können. Nach der Feier ging es für alle Gäste wieder mit der Bahn nach unten. Der Brocken, zu dieser Zeit noch mit Schnee bedeckt, hinterließ bei seinen Besuchern einen unvergesslichen Eindruck. Ja, mit Volldampf geht's jetzt ins Wochenende. Ich hoffe, Sie haben dann ein erholsames Wochenende an zwei freien Tagen. Das Wetter kann ja noch mal frühsommerlich werden, wenn man den Meteorologen glauben darf. Aber vergessen Sie nicht, am kommenden Dienstagabend wieder einzuschalten. Dann sind wir mit dem neuen Regionalmagazin aus dem Burgenlandkreis hier an dieser Stelle wieder für Sie da. Natürlich dann auch mit dem Sport vom Wochenende. Also machen Sie es gut und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.